Bei Unschärfeprädikaten handelt es sich um eine Verallgemeinerung scharfer Prädikate. Und wie einiges vielleicht haben kommen sehen, haben wir dann für jede Variablenbelegung nicht einfach nur einen Zugehörigkeitswert in der Menge, die nur 0 und 1 enthält, sondern im kompletten abgeschlossenen Intervall von 0 bis 1. Also μ P-Schlange bildet ab von U auf das Intervall 0, 1. Also einfach ein direkter Übertrag der Darstellung mit den Zugehörigkeitsfunktionen, die wir gerade im scharfen Fall besprochen haben. Diesen Wert bezeichnen wir auch als Wahrheitsgrad. Es gab eigentlich ja nur zwei Wahrheitsgrade im scharfen Fall. Im unscharfen Fall gibt es dann beliebig viele. So. In den folgenden Kapiteln ist nun unser Ziel. Jetzt wissen wir, was Prädikate sind. Jetzt wollen wir daraus beliebige Formeln bauen. Dafür wollen wir diese wichtigen Operationen und, nicht und oder betrachten.